So, hallo an alle Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim letzten Mal haben wir hier die drei krassen dicken Brüder des Thermeberges geklatscht und für jedes Mal, dass wir dem einen da besiegt haben, einen glänzenden Leuchteball bekommen. Und nachdem die glänzenden Leuchtebälle in der Mitte dieser drei oben auf einem Berg eingesetzt worden waren, habe ich einen Schrein bekommen. Ja. Meiner Meinung nach hat es sich das ziemlich gelohnt. Wobei, es gab auch schon einfachere Zeichen der Bewährung, die man irgendwo bekommen hat. Aber hey, ist ja nicht so, dass ich so langsam im Endgame bin. Und da können die Dinge auch ruhig mal etwas schwerer sein. So, das ist ja genau das gleiche, so wie es dann noch mit Schloss Hyrule wahrscheinlich ausschauen wird. Ich war bisher noch nicht da. Da ist ein Grog, der kann ich mal kurz reinhopsen. Das ist ja nicht so schwer. Und jetzt hopse ich einfach so daneben. Nö, hat geklappt. Ich hab's auch gerade so geschafft. War fast genau mittig rein. Aber ohne fast. Solange sollte ich echt mir wieder neue Taschen für Gedönse holen. Oh, Fisch. Nochmal Fisch. So, es sind zwar immer alles die falschen Fische, die ich hier habe. Aber trotzdem sind es hier Fische. Was meine ich mit falschen Fischen? Ich brauche immer noch für die Dinge, die ich mal verbessern möchte. Blobs? Nee. Die Blobs brauche ich nicht, sondern andere Fische. Ich glaube, es sind 30 Schleichforellen oder so. Quark. Und deswegen dauert das auch noch ein bisschen, wie ich das Ganze habe. Ja. Und hier oben auf den Bergen ist erstaunlich wenig. Aber bisher war das in diesem Spiel häufig so, dass ich meinte, hier müsse doch überall irgendwas krass versteckt sein und das, dann wurde ich nur enttäuscht. Ja. True Bot's Head Story. So. Ah ja, der Hateno-Turm, da war ich ja lang nicht mehr. Vielleicht liegt das Ganze auch daran, dass ich in diesem Gebiet lange nicht mehr so war. Beziehungsweise in dem Gebiet weiter rechts. Hier war ich bisher noch nicht. Und ich muss auch nicht die ganze Zeit in der krassen dicken Rüstung rumrennen. Es reicht auch dieses Outfit. Hier, der Tryharder am Fels. Mit krassem Gewicht auf dem Rücken. Ein großes, dickes Schwert. Was die ganze Zeit herumschlackert und herumschwingt, wenn er rennt. Aber hey, soll er doch machen, wie er will. Wenn er meint, damit gut zurechtzukommen, dann werde ich ihm da nicht in die Quere funken oder darum pfuschen. So, und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann war ich... Genau, hier oben, der Faroria-Berg, da war ich drauf. Und... Ja, hier unten im See, kann man mal gucken, zu ihm vorüberfliegen. Okay, danke, Urbosa. Ob hier irgendwas Interessantes zum Looten ist. Es sieht aber nur nach blöden Bockblin aus, die hier rumhampeln und ansonsten nichts tun. Die können auch erstmal da bleiben. So, aber hier oben dürfte wieder eine heiße Quelle sein. So, zumindest der Farbe des Wassers auf der Karte nachzuschließen. Oder zumindest irgendwas, was nicht so ganz ungesund ist. Gucken wir mal. Platsch. Ja. Ui, ich habe ihn entdeckt. Ein Grog für mich. Aber ich habe ja gar keinen Schaden. Deswegen werde ich hier auch nicht geheilt drin. Wer hätte es gedacht? Ohne Schaden kann man nicht geheilt werden. Ja. So, aber demnach sieht es so aus, als ob es hier tatsächlich ziemlich wenig gibt, was sich hier tun lässt. Ich kann jetzt noch hier hoch zum See laufen. Ja gut, das kann ich vielleicht noch machen. Aber das sollte auch nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich habe doch so gehofft, dass hier oben vielleicht noch irgendwo ein Leune ist oder sowas, den ich dann mir holen kann, um die erforderlichen Materialien zu bekommen, die ich brauche, um meine krasse Rüstung, die ich dann hoffentlich wahrscheinlich auch im Kampf gegen Garnon tragen werde, so upgraden. Was? Wieso bist du jetzt abgerutscht? Es regnet doch gar nicht und du hast noch volle Ausdauer. So, eine Frechheit. Dieser faule Junge will nicht klettern. Ja, richtig faul. Rennt die ganze Zeit hier über das komplette Gebirge, klettert, sprintet, springt, kämpft. Aber er ist trotzdem faul. Klar. So muss das sein.
Hier sieht es doch so aus, als ob. Ah, die wird man ja richtig dazu eingeladen, hier den Berg hochzugehen. Guckt euch das mal an. Laufen, 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 laufen. Ganz im Wald und noch mehr laufen. Och, guck mal. Ich muss ja noch fast gar nicht klettern und ich glaube, ich bin dann gleich wieder auf dem Berg, auf dem ich schon mal war, oder? Nee, da oben war ich schon. Oder ich bin vollkommen verwirrt. Wir schauen einfach mal nach. Wenn hier oben noch ein Stein liegt, dann war ich hier nicht. Und wenn hier oben kein Grog ist, beziehungsweise wenn hier oben kein Grog ist. Nee, hier oben war ich noch nicht. An diese beiden Spitzen kann ich mich nicht erinnern. Obwohl unter diesem Stein da vorne bestimmt ein Grog hockt. Hier. Sag ich doch. Entdeckt. Natürlich habe ich das. Tschüssi. Tschüssi. So, und ich muss sagen, hier hat man schon eine gute Aussicht, ne? Ja. Dennis Hateno. Dann ist da die Ranell-Spitze. Geht sie hinter weiter nach Akala, zumindest hinter diesem Berg. Dort dürfte Akala sein, oder? Genau vor mir? In die Richtung? Ne, ist es der Berg? Der Seligberg? Ja, das ist der Seligberg, weil der auf der Höhe der Ranell-Spitze ist. Okay, Akala wird ein bisschen verdeckt, aber... Ja, hier Akala wird halt ein bisschen verdeckt. Ah, was sich gut sehen lässt, ist... der Titan, der Turm von Akala, der andere Titan mit dem Todesberg und dann geht's hier weiter noch mit Todesberggedönse, Wald der Grox, Schloss Hyrule, Bürger, dahinter die Hebraberge und da ist ein Schrein. Hey! Warte mal! Bist du der Schrein doppelter Erinnerung? Das muss ich mir gönnen. Das muss ich mir dann noch anschauen. Und warum ist hier oben meine rote Markierung? Ah, hier ist die achte Kriegerin. Ach ja, stimmt. Genau. Da war ich schon vorhin. Sehr schön, dann hat sich das doch gelohnt, hier hochzuklettern. Oh, das wäre voll cool, weil dann kriege ich gleich zwei Zeichen der Währung auf einmal. Und das käme mir tatsächlich ziemlich gelegen. Auch wenn ich momentan schon, ich glaube, mal wieder auf 3 Stück bin. Dann würden mir nur noch eins für das nächste Mal upgraden fehlen, aber zu viele Zeichen der Bewährung gibt es nicht. Entweder man hat alle und dann hat man halt alle, aber zu viel geht nicht. So, und hier in dieser großen, weiten Ebene sieht es auch so aus, als ob hier erstaunlich wenig interessantes Zeug wäre. Ich habe einen Haufen Rasen und 1, 2 Bäume. Vielleicht sogar 3. Ui, 4, 5, mit kleinen, wenn man diese kleinen Sträuchchen mitzählt. War jetzt wieder die Frage, was ist tatsächlich ein Baum? Ab wann ist ein Baum ein Baum? Ab dann, wenn etwas, was mal ein Baum wird, zum Beispiel wenn man eine Walnuss in den Boden steckt und dann, wenn sich dann das erste Pflänzchen zeigt, ist das dann schon ein Baum? Oder ist sowas erst ein Baum? Und wenn sowas erst ein Baum ist, wo ist dann die Grenze zwischen Baum und Nicht-Baum? Und hier sind Maxi-Fische drin. Gut, aber die Maxi-Fische... Oh, Octoroks sind nicht... Sind ja auch drin, aber die brauche ich nicht. So, der Octorok hat die Fleckenten verscheucht. Arschloch. Erwischt. So, sehr schön. Hier... Ah, muss ich hier schon wieder 2 Äpfel drapieren. Dann gucke ich mal, wo die Äpfel sind. Hier sind die Äpfel. In die Hand. Äpfel hin. Und es hat funktioniert. Obwohl die Statuen unterschiedlich groß sind, muss man trotzdem das gleiche Objekt dahinlegen, damit der Grog zum Vorschein kommt. Tschüssi, kleiner Kerl. Ja. Und jetzt werde ich mir die noch deine Äpfel klauen. So, aber für die Maxi-Bärsche, die ich gerne haben würde... Haha. Sollte ich mir meine Sohr-Rüstung anziehen. Weil mit der kann... Geht's hier rein und drücke ich einmal X und dann spamme ich ein bisschen A und dann habe ich 2 Maxi-Bärsche. Sehr gut. Was hat der mir an grünem Zeug da gelassen? Ah, ein Auge, ein Octorok-Auge. Genau. Ballon, Auge, Tentakel und Hyrule-Barsch. So, und jetzt habe ich hier auch diesen kleinen See erfolgreich unsicher gemacht. Und jetzt, ja, das ist erkundet, das ist erkundet, das hier unten. Was ist das hier für ein Schrein? Ah, das ist das mit dem... Hier ist der Pferdegott, der mir meine Pferde wiederbeleben kann. Gut, das heißt, das hier habe ich auch geschaut. Da ist die Quelle des Mutes. Das Einzige, was jetzt noch tatsächlich fehlt, ist dieses Gebiet hier. Dieses kleine Gebiet. Mit ein paar Furchen drin halt. Ja, sehr cool. Und danach können wir Leuten klatschen gehen und dann
Muss ich mal gucken, ob ich hier noch so ein paar Dinge mache, aber dann geht's schon ziemlich schnell in Richtung Schloss Hyrule. Ja. Und das ist auch die richtige Richtung, die ich hin muss, aber eigentlich. Erst sollte ich mir mein Pferd holen. Vor FHZU. Oder ich gehe einfach zum Stall. Weil wenn ich mich dahin porte, kann ich mir sowohl am Stall mein Pferd holen und ich kann mir. Und ich bin schon dort ziemlich nah an dem Gebiet, was ich zumindest nochmal mir kurz anschauen möchte. Das ist nice. Ach nee, ich wollte ja noch was anderes tun. Und das ist die. Wie heißt's? Die Erinnerungsfotos alle finden. Nächste Folge. Ich habe ja noch ein paar. Ich habe ja keine Folgenbegrenzung, sondern eine Zeitbegrenzung. Aber so langsam, finde ich, sollte ich schon mal mit dem Spiel zu Ende kommen. So, zumindest fürs Let's Play zu Ende kommen. Aber tatsächlich, privat werde ich das Ganze noch weiter daddeln. Vielleicht auch mal in einem Stream oder so. Wir werden mal sehen. Und hier regnet es und Blitz und gewittert es schon wieder. Wieso denn das? Falls eine verdammte Frechheit ist. Okay, Bögen ablegen. Schwert ablegen. Ich darf das Wächterschwert Doppelplus darf ich benutzen. Denn nach Möglichkeit sollte die Wächteraxt einfach plus nicht kaputt gehen. Und da ist Terry, dem möchte ich gerne nochmal mal wieder alle seine Pfeile abkaufen, die er hat. So. Oh, danke für, ich weiß nicht, danke für nichts. So, was habe ich denn da? Ist das ein Schwertkäfer? Ja. Oh ne, ein Ausdauerkäfer. Ja gut, den brauche ich momentan nicht, deswegen. Hier kannst du das Drecksding haben. Ausdauermedizin ist okay. So, okay. Und ich möchte tatsächlich von dir etwas kaufen. Und zwar, danke. Wieso hast du keine Pfeile mehr? Verdammter Bastard. Nein, 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 nein. B. Einmal B. Zweimal B. 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 Danke. So. Weg mit dir. Pfui, Dreckskerl. So, die Frage ist nur, ob ich vorher FHZU tatsächlich brauche. Oder vielmehr benutzen kann. Das ist eine gute Frage. Da sind Strukturen. Und um an die Strukturen ranzukommen, gehe ich jetzt erstmal baden. Mit der Sora-Rüstung funktioniert das ganz gut. Sag mal, was machen denn hier die drei Boxen? Und der Octorokter. Der gefällt mir nicht. Aber die drei Boxen gefallen mir schon. Wie kommt man am besten an die Boxen ran? Genau. Indem ich mich jetzt hier auf diesen Stein stelle und mich dann erstmal des Octoroks entledige. Ach stimmt, ich habe keinen Bogen ausgerüstet. Dahin. So, Bogen. Wo ist er hin? Drecksvieh. Wutsch. Und erwischt. So, und jetzt muss ich nur noch mit dem Kryo-Modul dahin klettern. So, und dann setze ich mich mal wieder gerade hin, um zu gucken, ob ich mich konzentrieren kann. Kann ich nicht. Gut, so, dann probieren wir das Ganze nochmal. So, lauf nach vorne und hüpfe. Bitte, danke. So, hierhin, dahin das nächste. Dann den hier hoch und Kiste zu mir. Und ich höre schon so leicht, leise und leicht die Musik des Stalls. So, dahin. Die Box auch für mich. Fünf Feuerpfeile ist okay. Der Topas eben hat mir auch nicht schlecht gefallen. So, aber hier die Eissäule dann perfekt dran zu bekommen, wird nicht so komplett einfach. Aber machbar. Genau, öffnen. Perfekt. Was ist drin? Fünf Elektropfeile. So, und dann geht es da mal mit Hilfe der Sora-Rüstung durch das Wasser. Und dann noch den Wasserfall mal wieder hoch. Oh, die hätte ich jetzt fast übersehen. Und dabei ist sie doch so offensichtlich da oben. Mitten auf dem Stein. Wieso sind hier denn so viele Kisten? Ein großer Boomerang. 45 Angriffskraft. 45. 45 ist nicht schlecht. Ist vor allem besser als 32 Elektro-Großschwert. Oder ich guck mal kurz. Ne, Leunenschwert. Leunenschwert ist einhändig. Also 34 einhändig Damage ist besser als 32. Doppelt. Wieso habe ich zwei Elektro-Großschwerter? Ach ja, das eine kam aus dem letzten Schrein. Da wird ein Schuh draus. So. Aber ich bin gierig.
Deswegen kann ich doch so einer Kiste, die da freiwillig sich in meine Nähe begeben hat, doch nicht einfach so verkommen lassen, ne? Seht ihr doch auch so, bestimmt. So, diesmal habe ich noch ein Opal bekommen. Und das nächste Mal möchte ich genau hier eine Eissäule aus dem Boden wachsen lassen und einen Sora-Bogen bekommen. Mit diesem Bogen jagen die Soras Fische. Ach, stimmt, den kenne ich doch. Aber dafür ist in der Truhe in der Bogentasche kein Platz. Okay, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Denn ich würde mich sehr darüber freuen, wenn dieser Bogen jetzt nicht herunterfällt. Fuck. Na gut, dann muss ich gleich wieder mit dem Magnetmodul fischen gehen. Gut, Sora-Bogen, den brauche ich aber nicht, auch wenn er die Verzauberung Schnellfeuer drauf hat. So, Link da hoch. Sora-Bogen wegwerfen. Magnetmodul. Da muss ich rankommen. So, genau. Und dann hoch aus dem Wasser zu mir, nach Möglichkeit. Oder ich lege ihn einfach dort ab und hat funktioniert. Meins. So. Perfekt. Und jetzt noch wieder mit dem Kryo-Modul laufen und da dann hochkommen. So, das ist ja tatsächlich so ein See voller Kisten. Und nun violetter Rubin. Zwar nicht allzu der krasse dicke Shit-Loot, aber es ist zumindest etwas Loot und so ein bisschen was dir eventuell noch irgendwie hilft, habe ich nichts dagegen. Und zwar ganz und gar nicht. So, erstmal müssen wir mal wieder seit langem die Kraft der Sora-Rüstung benutzen. Beziehungsweise der Sora-Rüstung. Ja, genau. Das ist die Rüstung, die die gute Mifa für mich anfertigte. Beziehungsweise für Link anfertigte, so rum. Und das in Ivarok. So. Shit. Okay, zweimal hat es funktioniert. War okay. Jetzt kann ich mir hier noch gleich mal eine andere Rüstung anziehen. Wieder mal die gute Rüstung. Ist ja schon das Isora-Mütze, die da passt. Und das da. So, let's go, my friend. Aua. Mit ein paar Freimann-Brüchen dagegen, gegen so einen Ivarok zu kämpfen, macht nicht besonders viel Spaß. Vor allem nicht, wenn man so wenig Platz hat. So, jetzt wird er gleich wieder nochmal umfallen. Wie auch immer ich da eben drauf gekommen bin. Okay, ich hänge dran. Mal kurz springen hier hoch und dann... Scheiße, macht so ein Ding viel Damage. Alles klar, fertig. Cool. Das hat gut funktioniert. Ivarok ist fertig. So. Was gibt es hier noch? Eine Eulenstatue. Okay, Eulenstatue. Macht die irgendwas? Bestimmt nicht. Deswegen lasse ich sie auch vollkommen in Ruhe. Und gehe dann wieder mit der Kraft der Sora-Rüstung, die mir eben gerade noch einen Hyrule-Barsch bescherte. Das ist ein Wasserfall. Wieso darf ich den Wasserfall nicht nach oben schwimmen? So, dann probieren wir das nochmal. Also, mit der Sora-Rüstung. Ach, die ich gar nicht anhabe. Da liegt's ja. Da ist das Problem. Aha. Ich habe mich schon gewundert. Guck mal. Wenn ich das Ding an habe, dann geht das auch. Oh, oh. Und ich werde. Oh, das wäre eine Frechheit, während ich während des Springens. Was blitzt denn noch? Der Bogen. Jetzt aber nicht mehr, oder? Genau. Alles gut. Jetzt ist alles gut. Jetzt werde ich nicht mehr von allen möglichen Dingen da gestört, die sich da nennen Regen und Blitz und Donner und Gewitter und alles Mögliche. So, stört mich gerade tatsächlich relativ wenig, dass hier. Oh. Dass es hier so regnet momentan. Denn ich kann ja einfach. Also der Regen ist eigentlich einfach nur störend. Insofern, dass man dann meistens nicht klettern kann. Dass ich aber nicht klettern kann, stört mich gar nicht, wenn ich hier momentan gar nicht klettern muss, weil ich die Wasserfälle habe, mit denen ich nach oben fetzen kann. So, und der stört mich noch ein bisschen. Ich habe gar keinen Bogen ausgerüstet. Ach so, da liegt's. Vielleicht. So, hier muss ich jetzt schon klettern, aber das funktioniert vielleicht. Ah, es hat tatsächlich geklappt. Sehr gut. Und die muss ich nur noch mit einer Lanze in der Hand
Eins, zwei, drei. Passt. Alles gut, hat mich nicht gestört, ich habe nichts vermisst, hat funktioniert. Die Mauer macht gar nichts. Da unten drunter sieht es so aus, als wäre da irgendwas Krasses und... Was? Oh, der Drache ist wieder da. Ich habe schon immer noch keinen Bogen ausgerüstet. Warum denn das? So, komm schon. Hier. Okay, ich will einfach nur auf das Horn des Drachen schießen. Das will ich einfach nur schaffen. Nee. So ungefähr. Oh Gott, ist das Tiger groß. Bleib hier. Wieso bist du so schnell? So, jetzt nochmal. Probieren wir es nochmal. Hier hin? Ja? Nein? Okay, zu spät. Ich habe den Drachen schon getroffen. Jetzt kriege ich es nicht mehr hin, mir noch was anderes zu holen. Denn wenn man halt ja einmal getroffen hat, dann verschwindet der Drache wieder. Wieso ist die Schuppe bis ganz da hinten hingeflogen? Danach muss ich wieder auf genau die andere Seite. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Hm. Ich werde es bestimmt noch irgendwie herausfinden können. Guck mal, noch eine Kiste. Die ist ja schön. So. Ich habe eine Klaue bekommen. Was? Eine unglaublich wertvolle Klaue. Hm. Na dann. Ich wusste nicht, dass das Tier einem auch Klauen geben kann. So. Noch ein Opal. Gut. Und dann brauche ich wieder Kryomodul Action. Oder in meinem Fall auch eher Kryomodul Inkompetenz. So, das Ganze nochmal. Schon wieder Kryomodul Inkompetenz. Warum geht da hoch? Danke. Und nicht darunter, geht da hoch. Danke. So, aber jetzt. Da sieh mal einer an. Oh, zwei Jumps in Folge. Geht der dritte auch noch? Ja, ich bin zumindest nicht unter die Säule gekommen. Gut. Und auf die Kiste. Violetter Rubin. Meint ihr, wenn ich gut bin, kriege ich jetzt zwei mit einem hoch? Das probiere ich aus. So, richtig allein und dann hoch. Perfekt. So sieht das so gut aus, gell? So, links steht auf zwei Kisten drauf. Nein, nein! Ja. Und da wird man dann nur mit einem dreckigen Feuerstein belohnt. So, du bleibst hier. Sag mal, willst du mich komplett verarschen? Hoch da. Umdrehen. Kryomodul. So. Wieso springt der nicht, wenn ich X drücke? Link. Verdammter Bastardkopf. So. Das probieren wir nochmal. Schon wieder nicht. Aber diesmal wird er hier hochklettern. So. Wenn es anders nicht funktioniert, muss man sie eben auf diese Weise lösen. 10 Holzpfeile. Über den Loot habe ich mich tatsächlich gefreut. So, jetzt würde ich gerne hier hoch. Und dann nochmal auf die andere Seite zu gehen, weil dort ja diese beiden Platten waren, die ich dort gerne mit der Hilfe des Stasis-Moduls komplett wegfetzen würde. Was ist hier? Ja. Einen muss man sich noch irgendwann mal eventuell anschauen. Ich werde schon wieder so viel beschossen. Hoch da, springen. Danke. Bastard. Gut, erstmal wieder das Kletterzeug anziehen. So. Du. Schlag nach hinten, wenn ich nach hinten drücke. Du baust dich nicht wieder auf. Nicht auf. Wieso schlägt er auf den Körper? Ich will auf den Kopf schlagen. Auf den Körper zu schlagen bringt nichts. So. Der Körper hat noch nicht mal eine Lebensanzeige. Wieso kann man auf Dinge draufhauen, die keine Lebensanzeige haben? So. Und jetzt regnet es schon wieder. Ach, ihr wollt mich doch richtig verarschen.
Mann, hier will mich doch echt alles richtig erarschen. So, wo war das jetzt? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich weiß es nicht mehr. Hier rechts, ne? Ich glaube zumindest. Wir werden da einfach diesen rechten Wasserfall hochgehen und dann gucken, was so alles passiert, beziehungsweise wie ich da dann noch weiter hochkomme. Vorausgesetzt, meine Ausdauer reicht für das Ganze. Ja, das sollte aber schon passen. Ich bin zwar noch nicht mehr so ganz hoch. Platsch. Ja, tatsächlich hatte ich damit recht. Ich habe noch ein Drittel Ausdauerkreise. Ja, ein bisschen weniger, was auch immer. Ändert sich ja die ganze Zeit, aber ich bin auch schon gleich dort, wo sich mir meine Ausdauer wieder regeneriert. Nämlich auf dem Boden. Oh, meh. Alles scharf. Nicht den Blob hauen, sondern den Stein, danke. Oh, und da habe ich es eben geschafft, was aufzuspießen. Und ich habe tatsächlich den Topas, den Diamant und noch was anderes Krasses daraus bekommen. Das ist doch tatsächlich recht erfreulich. So, und ich glaube, ich bin dann den Wasserfall da hoch, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Aber wir probieren es einfach jetzt mal aus. So, was auch immer sich da eben gerade orange im Wasser noch gespiegelt hat. Ich werde es bald hoffentlich herausfinden. Aber erstmal muss ich gleich schon wieder die Folge beenden. Eieiei, so viel habe ich versucht in dieser Folge zu tun und so viel habe ich nicht geschafft. Shit. Egal. Man kann ja nicht immer alles machen, haben, tun. Kletter da hoch. Danke. So, X springen. Danke. So, öffnen. Sehr gut. Letzte Truhe. Oh. Oh. Königsschwert ist gut. So, was ist denn Kacke? Beziehungsweise, wovon kann ich mich trennen? Von... Die haben normal 36 Damage. Genau. 34, normal 30, 52, 32. Elektro-Großschwert. Ich werde es wahrscheinlich nicht viel benutzen. Nee, auch wenn es einen Effekt hat. Und eigentlich der große Boomerang halt schon Angriffskraft plus 20 hat. Na komm, freuen wir uns, indem wir ihn durch die Gegend schmeißen. So. Jetzt habe ich das Königsschwert. Und da kommt er wieder. Ist gegen mich gestoßen und ins Wasser. Da liegt er gut. So, und dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn sie das getan hat, trotz meiner ein bisschen gefehlten, dann zeigt mir das doch sehr gerne und zeigt mir vor allem Daumen nach oben und Kommentar. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Bis dann, haut rein und ciao.